mögen schälen und je nach Dicke der Länge nach halbieren und circa 4 Minuten in der Butter andünsten. Den Honig und die Brühe dazugeben. Aufkochen und bei mittlerer Hitze circa 8 Minuten bis fest garen. Die Pinienkerne ohne Zugabe von Fett anrösten. Die Petersilie und die Pinienkerne unter die Möhren mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Erhielt ca. 114 Kilokalorien / 473 Kilojoule, 2,3 Gramm Eiweiß, 4,5 Gramm Fett, 15,1 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Portion, Klammer zu. Zutaten für 6 Portionen: 800 Gramm Möhren, 4 türkische Lire Butter, 2 Esslöffel Honig, 200 Milliliter Brühe, 2 Esslöffel Pinienkerne, 3 Esslöffel Petersilie, Klammer auf grob gehackt, Klammer zu. Salz und Pfeffer.